Impfschäden, Ignoranz und Korruption. Carsten Stahl rechnet mit Politik ab. Einen Impfschaden melden wollen. Da merkst du schon, wie die krass ins Rudern kommen bei diesem Thema so. Sag doch, wie es ist einfach. Weißt du selber nicht, ne? In der Ostkokaine. If he doesn't change by 360 degrees. Haben wir nicht qualifiziertes Personal? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz. Peace, Love and Harmony für jeden von euch. Und zwar werden wir jetzt in eine neue Reaction reingehen, und zwar von dem Bruder Carsten Stahl. Impfschäden, Ignoranz und Korruption. Carsten Stahl rechnet mit Politik ab. Carsten Abi ist am Start auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Wir werden jetzt in die Reaction reingehen. Ich bin sehr gespannt, was er da erzählt. Ich mag Carsten Stahl. Liebe Grüße gehen raus an den Bruder Carsten Stahl. Bleib stabil, bleib so wie du bist. Gute Arbeit, guter Mann. Alles tot, damit man nicht hinterfragt. Mitte März soll es ja einen Prozess geben gegen BioNTech wegen eventueller oder tatsächlicher oder angeblicher Impfschäden. So, und wisst ihr, ich bin immer wieder erstaunt über unser Fachpersonal. Und wenn ich mir dann solche Dinge angucke, wie diese Menschen, die dafür zuständig sind, darauf antworten, es ist schon krass. Aber es spricht Bände für das Personal, was wir bezahlen, was uns vertritt und was vor allen Dingen zeigt, wie kompetent sie sind. Bitte anschauen. Was ich auch mitbekommen habe, ist, stimmt das eigentlich? Das habe ich so am Rande, habe ich das mitbekommen, dass Leute, die Impfschäden haben, mehr oder weniger auch oft alleine gelassen werden, keine wirkliche Entschädigung bekommen, denen nicht geholfen wird, die nicht unterstützt werden bei dieser ganzen Geschichte, weißt du? Wow, das sind zwei blaue Vögel. Geil. Unten schwarz, oben blau. Boah, drei, Digga. Ich liebe Vögel. Ich schüss dir, what's up, guys? How you feel? Ja, das ist auf jeden Fall sehr traurig. Mitte März soll es in Frankfurt einen Prozess gegen BioNTech geben wegen angeblicher Impfschäden. Könnten Sie noch mal kurz sagen, wie das da mit der Haftung aussieht, wie das geregelt ist? Jetzt grübelt's doch schon. Was kann ich machen? Betroffene Personen können Anträge bei Landesbehörden stellen, einen Impfschaden melden wollen und halt auch die Haftung dementsprechend verlangen nicht. Aber die Unternehmen haften doch nicht dafür, oder? So wie ich das mitbekommen habe. Es war doch von Anfang an klar, dass die Unternehmen an sich nicht dafür haften, wenn irgendwelche Schäden auftreten, oder? Es gab doch irgendeine Klausel oder so, oder nicht? Einen Moment bitte. Ich gucke gerade. Tick-Tack. Genau, also die Landesbehörden entscheiden, ob Impfschäden sozusagen auch, die gemeldet werden, auch akzeptiert werden als Impfschäden. Eine Nachfrage, kommen denn dann die Länder oder kommt der Bund? Wie die schon guckt, die hat gar keinen Bock auf diese Fragen bezüglich Impfschäden, was? Auf, wenn es dann tatsächlich Impfschäden waren. Das wird dann individuell entschieden. Das ist individuell. Also das kann ich Ihnen jetzt... Da merkst du schon, wie die krass ins Rudern kommen bei diesem Thema so. Weißt du, wie ich meine? Warum? Tatsächlich. Sag doch, wie es ist einfach. Weißt du selber nicht, ne? Haben wir nicht qualifiziertes Personal? Sie war vollkommen überfordert. Das hat man gleich gesehen. Sie war nicht auf die Frage vorbereitet. Allein schon die Tatsache, dass so eine Frage kommt. Was für eine Frechheit. Welche Impfschäden? Hat doch alles super funktioniert. Und dann... Seht ihr ja, stapeln, durchgucken. Und wisst ihr, man sagt ja auch immer wieder zu mir, Carsten, warum bist du denn immer so laut? Und ja, warum kritisierst du denn diese tolle Politik so? Erzähl mal, Carsten, warum bist du denn immer so laut, Mensch? Carsten, warum bist du denn immer so kritisch unterwegs und so, Mensch, Junge? Und du musst doch auch Verständnis haben. Das ist doch alles nicht so. Wisst ihr, ich persönlich folge meinem Verstand. Und ich habe gelernt durch meine Eltern und durch viel Erfahrung aus der Geschichte, dass man Dinge hinterfragen soll und vor allen Dingen... Und vor allen Dingen auch aufs Gefühl hören, nicht nur auf den Verstand. Der Verstand liegt oft falsch, aber das Gefühl, das liegt oft richtig. Der Wahrheit glauben soll und sich für die Wahrheit einsetzen soll und nicht für Machtgier, Geldgier oder andere Dinge, die zum Himmel stinken. Und die liebe Frau Baerbock hat ja letztens gesagt, Menschen, die Macht haben, doch... mal überlegen sollten, etwas zu verändern. Ja, und da haben Sie vollkommen recht, Frau Baerbock. Gilt übrigens für alle Politiker auf dieser Welt.
Der sagt immer Baerbock, ne? Der kann nicht Baerbock sagen, Bro. Und übrigens auch für Sie. Und wenn man mir jetzt sagt, ich sollte doch auch mal überlegen, etwas an meiner Strategie zu ändern, möchte ich doch das tun, was Frau Baerbock auch gesagt hat. Man solle sich um 360 Grad drehen. Und diese Baerbock, gell, ich schwör's dir. Zu heftig. Ich meine, Carsten ist voll wichtig, finde ich. Also ich finde seine Arbeit wichtig und auch, dass er, wie er das sagt auch, jeder Charakter ist anders, weißt du? Es ist halt wichtig, dass mehrere Leute mit verschiedenen Arten und Weisen, ich bin ja eher so dieser, der das versucht mit Positivität und Liebe und mit guten Vibes irgendwie rüberzubringen und Leute so zu catchen. Er ist eher so der, der das dann auch noch ein bisschen aggressiver an der Stelle nach vorne trägt, so. Trotzdem wichtiger Job, weißt du? Mensch, Carsten, warum bist du denn immer so ernst, Junge? Fand ich geil, eben wie er das nachgemacht hat. Die Außenministerin hat aber auch für etwas Verwirrung gesorgt mit ihrer Antwort auf die Frage, ob die Ukraine jemals sicher sei, solange Putin im Kreml sitzt. If he doesn't change by 360 degrees. No. Ich schwör's dir, die wollte erst 180 sagen, hört mal. Putin im Kreml sitzt. If he doesn't change by 360. Die wollte 180 sagen. Mensch, Annalena, was ist denn los? 60 degrees, no. Das mache ich dann jetzt. The whole world, die ganze Welt lacht sich darüber kaputt, ne? Wirklich überall. Also die ist gerade auf der ganzen Welt meme-technisch unterwegs, so. Also unsere Politiker, die uns gerade hier vertreten, das ist unsere deutsche Außenministerin. Die Politiker, die uns vertreten, sind eine Lachnummer in der ganzen Welt. Ist geil, oder? Nochmal, zum Mitdenken, in diesmal andersrum. Don't ever play yourself. So, Frau Baerbock, Herr Bock, ich habe mich jetzt um 360 Grad gedreht. Und ich bin immer noch der, der ich vorher war. Drehen Sie sich doch mal um 180 Grad. Vielleicht würde das helfen. Und vielleicht lassen Sie sich mal ein bisschen besser beraten. Ich kann nur hoffen, dass sich unsere ganze Bundesregierung mal um 180 Grad dreht, dass sie mal vielleicht reflektiert, was sie da eigentlich tut. Und vor allen Dingen, dass sie unsere Interessen, die Interessen der Bürger in unserem Land, genauso stark vertritt wie Interessen anderer Menschen in anderen Ländern. Denn die, die euch bezahlen, das sind wir, die Bürger in unserem Land. Und ihr seid uns. Ich sehe da wenig Hoffnung. Also ich finde, also was meine Message ist auf jeden Fall, den Leuten klarzumachen, dass sie sich nicht auf irgendwelche Politiker oder irgendwelche Mächte verlassen sollen, dass die sich um sie kümmern. So, kümmer du dich um dich selber. Nimm dein eigenes Leben in deine eigene Hand. Finde zurück ins Bewusstsein, finde zurück in die Liebe, lebe deinen Traum, lebe das, was du dir für dein Leben vorstellst, schwinge in einer höheren Schwingung, versuch so die Welt zu verändern in eine bessere Richtung, so. Dann ist den meisten Menschen besser geholfen, als wenn sie sich hinsetzen und immer auf irgendwelche Leute verlassen. Verlass dich auch nicht auf mich oder auf irgendwelche Carsten Stahls oder auf irgendwelche anderen Leute, die versuchen, was zu verändern, sondern veränder du selber was, sei auch selber Teil der Veränderung, indem du dich selbst veränderst, so, weißt du? Verpflichtet. Und wenn es bei uns dann alles auch oder vieles gut läuft, dann helfen wir auch gerne. Und wir helfen auch so gerne, obwohl wir so geprüft und in so einer Krise sind. Aber ganz ehrlich, solch eine Politik mit solchen Leuten, so viel Inkompetenz, Leute in der Bundesregierung, die noch nie gearbeitet haben, von nichts eine Ahnung haben, die solche Grütze von sich geben, ist unfassbar. Die erste Voraussetzung, um Politiker in einem hohen Amt zu werden, muss sein, dass die Person aus diesem Ressort kommt und auch jahrelang in seinem Leben gearbeitet hat. Das ist das Wichtigste. Dann hätten wir nicht so viel Inkompetenz oder solche Vorschläge. Das ist das Wichtigste, meine lieben Freunde. Ja? Frau Baerbock. Ich weiß schon, wie die Dame heißt. Aber wisst ihr, wenn sie es nicht so genau nimmt mit der deutschen Sprache und das als Außenpolitikerin, die uns repräsentiert in der ganzen Welt, dann muss ich das bei ihrem Namen auch nicht in sein. In der Ostukraine dachte ich an meine... Nee, oder? In der ganzen Welt. Dann muss ich das bei ihrem Namen auch nicht in sein. In der Ostukraine. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dachte ich an meine Kinder, die man morgens zur Schule springt, nämlich nicht einfach... Digga, was ist los mit ihr? Warum ist die so, yo? Sei mal ehrlich, warum, ja? Also, meinst du, die machen das mit Absicht? Meinst du, die macht das mit Absicht? Meinst du, die haben die da mit Absicht hingestellt und die sagen ihr, ey, mach das mal, gucken, wie weit wir gehen können, so? Kokaine. Dachte ich an meine Kinder, die man morgens zur Schule springt, nämlich nicht einfach mal so neben selbst
Und real, wie real diese Sorge ist, inakzeptable zu verstehen. Bro, das ist definitiv, das ist ein Prank, Freunde. Ich schwör's dir, in ein paar Jahren kommt raus, die Baerbock war ein Prank. Wir wollten gucken, was abgeht, wie ihr darauf reagiert und so. Wir steuern euch hier mit Leuten, die eigentlich, wo wir euch offensichtlich gezeigt haben, dass die nichts wissen, so. Und ihr habt alles mitgespielt, so. In ein paar Jahrzehnten wird man das aufdecken. War alles nur ein Prank, war ein Experiment. Am Verhandlungstisch über unsere gemeinsame Sicherheit. Der Achtung von Freiheit. Im Gegenteil. Deswegen verstärken wir... Nein. ...gemeinsam unser... Ich hab mir das noch nie so reingezogen, weißt du, wie ich meine? Ich schwör dir, ich hab mir das noch nie so reingezogen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch keiner, der nicht mal hier und da zwischendurch mal einen kleinen Sprachfehler an den Tag legt, so, ne? Definitiv. Aber das ist schon sehr extrem. Und vor allen Dingen, wenn ich Politiker wäre, der die ganze Zeit in der Öffentlichkeit stattfinden muss, dann würde ich mich da irgendwie coachen lassen, trainieren lassen oder irgendwie, weißt du, was ich meine, so? Du kannst doch nicht jemanden da hinstellen, der keine Ahnung hat, was er da erzählt. Den Krieg erklärt gegen Russland, obwohl wir gar nicht im Krieg waren zu dem Zeitpunkt. Und diese ganzen Sachen, weißt du, die erzählt dir eine Scheiße nach der anderen. Da kommt ein Ding nach dem anderen raus, so wo du dich fragst, nein. Weißt du, was ich meine? Irritiert. Wo du dich fragst, nein, war auch ein geiler Versprecher auf jeden Fall. Wo du dir sagst, nein. Sie ihre Arbeit effektiv ausüben können in dem Wettstreit zwischen autoritären Kräften. Und daher, das war einer der... schönen Sätze, die ich aus der Kontakt... Ich, wie gesagt, ich will hier gar nicht hier den Heiligen spielen, ne? Ich bin auch der eine. Ich habe auch den einen oder anderen Versprecher am Start, öfter mal so. Aber wie gesagt, ich bin kein Politiker, ich bin Streamer, so. ...oder von der Kontaktlinie mitgenommen habe. Und vor allen Dingen hat sie es ja auch mit der Wahrheit in ihrem Buch nicht ernst genommen. Und deshalb, Robert Beck, Böck, Buck, Big, Back. Ich drehe mich nochmal um 360 Grad, weil es so viel Spaß macht. Und bin... Dance it in the Come on, Carsten. Carsten Stahl, mach immer noch meinen Maul auf und das werde ich weiter tun. Für die Gerechtigkeit, für den Kinderschutz, gegen Missstände und das Versagen in unserem Land, zum Schutz der Bürger und der Kinder in unserem Land. Stark, Junge. Klar und deutlich? Sehr stark. One Love geht raus an Carsten Stahl. Cast it in, man. Gib mir die Casti-Vibes. Ich habe noch gar kein Abo dagelassen. Hier, direkt auch abonnieren. Starkes Video, Bro. Weiter so, mein Bester. Genau so weiter. Nicht unterkriegen lassen. Wir ziehen weiter durch. Wir bleiben uns treu. Wir drehen uns gerne um 360 Grad, aber niemals um 180. Bester Mann, ja, Carsten. Aber echt ein paar lustige Momente hier in dem Video dabei, ne? Mensch, Carsten, warum bist du denn immer so laut, Junge? Geil. Fühl ich.